und Maurizio Jacobacci zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel morgen beim FC Ingolstadt. Wir starten direkt mit euren Fragen. Kurzes Handzeichen, dann kann es auch losgehen. Oliver Griss beginnt. Herr Jacobacci, was bereitet Ihnen Sorgen in dieser Woche? Gibt es Probleme, gibt es Ausfälle vor dem Derby in Ingolstadt? Ja, so wie es aussieht, wir haben noch ein Training vor uns natürlich, aber der Greilinger, der wird nicht dabei sein. Und bei Schröter müssen wir noch abwarten, was das Training hergibt. Aber sonst, okay, der Steinhardt ist auch noch nicht da, aber sonst haben wir eigentlich, abgesehen von diesen zwei Personalien, eigentlich alle an Bord. Können Sie sagen, was bei Fabian Greilinger genau los ist? Er hat ein Problem beim Hüftbeuger, hat etwas verspürt Anfangs Woche und das ist leider nicht abgeklungen, obschon dass er da sich aus dem Trainingsbetrieb verabschiedet hat nach diesem Montagtraining, aber gestern hat er es versucht und er spürt immer noch Probleme in dieser Gegend. Christoph Fleischwitz. Ja, es ist ja für viele Spieler wahrscheinlich und auch für viele Fans ein besonderes Spiel, weil es gegen ihren Vorgänger geht. Inwiefern ist es denn für Sie ein besonderes Spiel, Herrn Kölner zu treffen und wie sehr haben Sie sich schon auf seine Spielidee vorbereitet? Ja, gut vorbereitet, wie sonst immer. Wir bereiten uns immer sehr minutiös vor auf den kommenden Gegner. Und klar wissen wir natürlich die Brisanz dieses Spiels. Es ist ein Derby. Ein Derby ist immer etwas Spezielles. Das ist einfach so. Und ob es jetzt gegen den Ex-Trainer von 1860 München geht oder nicht, sollte eigentlich nicht im Fokus stehen. Aber für die einen oder anderen ist es natürlich schon etwas Spezielles. Aber eigentlich nicht für mich, denn gegen Ingolstadt zu spielen, wir wissen schon, gegen wen wir spielen. Sie haben doch viel Revolution gehabt in dem Team. Auch sie haben sehr viele Neuzuzüge gehabt und haben sich doch sehr gut aufgestellt. Sind auch, wie wir jetzt nicht optimal in die Meisterschaft reingekommen. Und darum geht es natürlich zu sehen und zu schauen, dass wir nach dem Spiel natürlich die Oberhand haben. Uli Kellner, und das Mikro kurz hintergeben. Danke. Hallo Herr Kovacsi. Hallo. Ihr Trainerkollege hat soeben auf einer Pressekonferenz oder abgespieltes Pressekonferenz gesagt, dass er Ingolstadt als Außenseiter sieht in diesem Spiel, auch aufgrund einiger personeller Ausfälle. Sehen Sie das auch so? Also ich weiß nicht, was für personelle Ausfälle er hat. Ich weiß nur, dass einer gesperrt ist, der sicher ein sehr wichtiger Mann ist, der Föhle, der sicher ein wichtiger Puzzlestein ist für dieses Team. Er bringt enorm viel Erfahrung mit und im Mittelfeld natürlich ein cleverer Spieler ist. Er fällt sicher aus. Was dann andere Spieler anbelangt, weiß ich jetzt nicht. Aber wir spielen auswärts und wir spielen gegen ein Ingolstadt, das wirklich sehr gute Qualität an Land gezogen hat. Eine Mannschaft, die sehr viel physische Präsenz am Tag legt, großgewachsene Spieler hat, die doch über den Kampf versuchen werden, uns den Schneid abzukaufen, aber auch eben spielerisch doch sehr gute Spieler in ihren Reihen hat und auch gewisse Erfahrungswerte am Tag legt. Also ich weiß nicht, wieso er Außenseiter sein sollte, spielt er doch zu Hause, also ich glaube nicht, dass wir da den Favoriten spielen können. Servus, Herr Quatschi. Sie wissen ja, dass Herr Kölner recht lange hier bei 60 war. Gibt es denn irgendwas, das Sie schaffen wollen, das er nicht gepackt hat? Denkt man vielleicht zuerst an den Aufstieg, aber vielleicht andere Punkte hinaus. Gibt es irgendwas, das Sie von sich behaupten können, das hätte ich gerne geschafft, wenn ich bei
das sind nicht Gedanken, die ich jetzt hier habe. Mein einziger Gedanke ist, wie kann ich die größtmögliche Chance haben, gegen Ingolstadt mit meinem Team zu bestehen, um eben ein positives Resultat nach Hause zu bringen. Das ist der einzige Gedanke, der mir da im Moment im Kopf schwebt. Und darum haben wir auch diese Woche sehr, sehr minutiös und sehr konzentriert gearbeitet und uns auf dieses Spiel wirklich fokussiert. Thomas Spießler. Und ich bin das Mikro bereitet. Herr Kovacci, Ingolstadt kommt ja viel über den Flügel, hat auch hohe Schussgenauigkeit mit Janik Maus, sieht ja nicht einen sehr gefährlichen Spieler auch. Was machen Sie, um die Löwenabwehr zu stabilisieren? Zuletzt gab es ja öfter Probleme in der Defensive. Ja gut, öfter Probleme in der Defensive, die Verteidigung, die fängt schon ganz vorne an. Entscheidend wird sein, dass wir eben auch sehr, sehr gut gegen den Ball arbeiten. Wir haben uns schon vorbereitet auf Ingolstadt. Sie haben mit einer 3- oder 5er-Kette angefangen, sind dann auf eine 4er-Kette zurückgewichen in den letzten zwei Spielen. Und jetzt das letzte Spiel im Toto-Pokal-Spiel gegen Regensburg haben sie wieder mit 3er-Kette gewirkt. Also wir haben uns auf beide Situationen vorbereitet, dass wir nicht unvorbereitet eben in dieses Spiel gehen. Also wissen schon, dass eben diese zwei Möglichkeiten da sein können. Ganz klar, auf den Seiten haben sie einen Kosti, der sehr viel Dampf über die rechte Seite macht, der Gavura auch. Haben natürlich nach vorne, haben sie natürlich gute Stürmer, wie der Testrot, wie der Mause, wie der der Kügel, haben hinten dran den Kanuric, der auch ein sehr guter Spieler ist, offensiver Spieler, der doch auch in den Balleroberungen auch sehr gut gegen den Ball arbeitet, den Kopac. Also, sie haben schon ein gutes Team zusammen und klar gilt es, sie eben mit dem Ball, das heißt gegen den Ball, sehr gut zu stören, damit sie nicht ihr Spiel umsetzen können. Wissen ganz genau auch, dass sie auch mit vielen langen Bällen auch agieren können, um auch dann den zweiten Ball zu gehen, um aus diesem zweiten Ball dann zu ihren Möglichkeiten zu kommen. Haben einen Malone, der sehr lange Einwürfe hat. Also das sind Freistöße aus dem Halbfeld es gilt natürlich dort wirklich sehr, sehr konzentriert zu agieren, weil diese Einwürfe sind enorm gefährlich und da müssen wir wirklich aufpassen. Nochmal Thomas, danach Olga. Gegen Lübeck und Aue ist es vorher auffällig, dass die beiden Gegentreffer jeweils innerhalb weniger Minuten gefallen sind. Wo liegt das Problem? Ist das eine mentale Geschichte, dass dann der Kopf nicht mehr mitspielt? Oder wie kann man solche Spieler aufbauen? Wie kann man dann arbeiten, dass man auch einen Gegentor nicht die Linie verliert, sondern weiter oder konzentriert wieder zusammengeht? Ja, effektiv ist es so. Vor allem das letzte Spiel, als wir das 1-1 kassiert haben, hat man sich zu stark noch auf dieses eine Tor fokussiert, jeder war frustriert, vor allem ein Spieler war sehr frustriert wegen des Gegentores, zu kurz vor Schluss natürlich, und hat aber eben nicht an das Weitere gedacht. Es war schon schlimm genug, dass wir das Unentschieden kassiert haben, so kurz vor Schluss, aber eben, es kann noch schlimmer werden, man kann auch das Spiel verlieren noch, und darum gilt der ganze Fokus dann auf das, was kommt. Und man sollte nicht zurückdenken, sondern man sollte eben dann den Fokus nach vorne legen und sagen, okay, wir haben ein Tor bekommen, es geht aber weiter. Wir können aber jetzt auch eines schießen wieder.
Und das ist das Ziel und der Fokus, den man haben muss. Und nicht noch frustriert sein für das Gegentor, das man erhalten hat. Weil ich glaube, das war schon, ja, man kann nicht abstellen. Ja? Man kann nicht abstellen, man muss nach vorne schauen. Und darum gilt es da noch einmal Kräfte zu bündeln, entgegenzuwirken und dann eben den Fokus nach vorne zu legen. Herr Kovac, es gibt ja unterschiedliche Betrachtungsweisen zu Alion Frenetzi. Die einen sagen, er ist arrogant, egoistisch. Wie sehen Sie seine Leistung jetzt in den letzten Wochen? Ja, wir wissen alle, dass Albin sicher besser performen kann, als das, was er in diesen fünf Spielen gemacht hat. Er hat es im letzten Spiel auch wieder besser hingekriegt. Er war eigentlich effizienter mit dem Ball, hatte weniger Ballverluste auch, hat sich schneller vom Ball getrennt. Der Frenesi, den muss man auch ein wenig besser kennen. Es ist ein Spieler, der intuitiv sehr viele Sachen macht. Man kann ihn nicht so fokussieren und sagen, Albi, du musst das und das und hier und her machen, sondern man muss ihm aber gewisse Freiheiten lassen. Er ist ein Straßenfußballer und ein Straßenfußballer, der bekommt den Ball und erst dann fängt er an, dann zu spielen und dann auch gewisse Ideen umzusetzen. Ja, was eben ein Trainer auch ein wenig verstehen muss. Aber ich versuche natürlich auch ihm auf den Weg zu geben, dass er, bevor er den Ball bekommt, schon wissen muss, was er mit dem Ball dann machen will. Und das ist eine Entwicklung, die er auch mitmachen muss. Aber ich will ihn jetzt nicht so verändern, dass er seinen Fußball vergisst. Ihm muss man auch diese Freiheit ein wenig lassen. Aber es geht natürlich zu wissen, wann und wo spiele ich dann meinen Fußball. Und in der Zone 1 und Zone 2, da gibt es keine zwei Sichtweisen. Da musst du dich schnell vom Ball trennen, weil es ist unnötig, dort zu einem Dribbling anzusetzen. Wir sind dort in Überzahl und wenn man in Überzahl ist, sollte man sich so schnell wie möglich vom Ball trennen. Das heißt, mit maximum zwei Ballkontakten sollte abgespielt sein. Sie haben ja vorhin gesagt, Moritz Schröter, gibt es ja noch eine Resthoffnung. Kann er heute dann mitbringen oder gestern war er wahrscheinlich nicht auf dem Platz? Oder? Nein, er wird sicher individuell dort noch trainieren und dann werden wir dann entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht. Wobei noch einmal der Gedanke, den habe ich eigentlich schon im Kopf. Aber wie gesagt, ich will noch da gewisse Dinge abwarten und dann entscheide ich dann das Weitere. Daniel Stock. Servus auch von meiner Seite. Nicht um das Ganze jetzt irgendwie auf einen spaßigen Teil rüberzuziehen, aber in München beginnt Samstag das Oktoberfest, die Woche Weinkleidung bei den 16, auch Sie sind jetzt ausgestattet. Und es ist nichts größer als Stimmungsdämpfer für die 60er-Fans, wenn es gerade zum Anfang der Wiesn schief geht. Klar, das ist jetzt kein Gedanke, den sie vorm Spiel haben, aber es ist so, vielleicht so ein bisschen in der Hinterhand, dass sie sagen, okay, wenn es läuft, danach der Bus, wir sind schon in die Richtung gefahren und dann setzen wir die Spieler direkt ab und vielleicht gehen sie auch selber raus. Das ist jetzt nur so am Rande gefragt. Ich werde so oder so nach dem Spiel nicht den Weg zu Wiesn finden. Das ganz sicher nicht. Noch einmal, uns muss ganz klar sein, was unsere Aufgabe ist. Und ein guter Freund von mir, der ist in der Schweiz, er übertreibt es vielleicht auch ein wenig, aber er redet viel von Fokus. Und dieses Wort ist enorm wichtig.
für das Spiel von morgen. Damit ihr Seicher bitte. Herr Trainer, wenn wir schon beim Herrn Jirma sind, haben Sie mal geplant, dass er mal wieder vorbeischaut, nachdem er im Trainingslager war? Ja, sicher. Sicher Gedanken, die ich immer wieder habe. Wichtig ist natürlich schon, dass es auch Sinn macht. Es muss der richtige Moment sein. Und das ist für mich enorm wichtig, dass man, wenn man etwas macht, auch der Sinn dahinter ist. Und es muss auch der richtige Moment sein. Aber er ist, mit Gedanken ist er immer bei uns. Das kann ich garantieren, weil ich höre ihn ja oft. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht höre. Ich tausche mich immer wieder aus und von daher, es ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Einer von wenigen Freunden, die ich wirklich habe und schätze. Und noch einmal, er ist immer in Gedanken bei uns. Thomas Spiessler? Abgesehen von diesem Auftakt ist es ja trotzdem ein besonderes Spiel. Ich glaube, das ist im deutschen Fußball nicht alltäglich, dass wahrscheinlich morgen wieder mehr Lübeck-Fans im Stadion sein werden als Heimzuschauer. Welche Rolle können auch da die Fans wieder einnehmen? Die Mannschaft braucht jetzt ja sicher auch Unterstützung nach den drei Niederlagen. Haben Sie da schon Vorstellungen, was Sie da erwartet im Stadion morgen und wie kann es die Mannschaft benutzen? Ja, also auf Sie kann man sich immer verlassen. Also auf unsere Fans kann man sich immer verlassen. Und noch einmal, mein größter Wunsch ist wirklich, sie zufriedenzustellen, glücklich zu machen, in ihre Augen sehen zu können, das Leuchten in ihren Augen zu sehen, weil sie nach dem Spiel glücklich von dann gehen. Das ist mein größter Wunsch morgen für dieses Spiel. Matthias Eicher. Wie schaut es denn jetzt bei Tim Lieder aus? Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, dass er ja schon, glaube ich, wieder einsatzbereit ist. Ist es noch zu früh, muss man ihn bremsen oder wäre er jetzt wirklich ein Kandidat auch für mehr Spielminuten? Absolut. Nein, den muss man nicht mehr bremsen, den muss man von der Leine lassen jetzt. Wir zählen voll und ganz auf ihn auch. Er ist ein Teil des Teams und wir haben wieder zusätzliche Qualität bekommen und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Heißt das, dass er dann auch im Kader stehen wird, im 20er Kader? Absolut, ja. Absolut. Startelf? Kann eine Möglichkeit sein. Ich schaue nochmal in die Runde. Ich sehe keine Fragen mehr, dann sage ich vielen Dank, dass ihr alle da wart. Allen eine gute, kurze Anreise morgen nach Ingolstadt und dann sehen wir uns morgen dort im Sportpark. Dankeschön. Ich danke, schönen Tag. Danke.